Heimacher Schulen sind wir schon lange mit dem Basketball verbunden. Wir sponsern seit ca. 15 Jahren den DJK Landsberg. Die Leonie hier hat ja beim DJK begonnen, Basketball zu spielen. Und wir sind mittlerweile hier in Wasserburg, wo wir heute auch sind. Und wir werden dann gleich gemeinsam auch an die Wurfmaschine gehen. Hat immer einen Bezug zu den Heimacher Schulen, mittlerweile auch sehr freundschaftlich. Und ja, bin natürlich super, super dankbar, dass sie uns ermöglicht haben, so ein cooles Dr. Dish, eine Wurfmaschine hier zu haben, damit ich mich konstant verbessern kann. Und genau, bringt mir super viel und wir schauen uns gleich an. Ja, die Maschine ist eine absolute Bereicherung. Sie ist jetzt schon bei uns in jedem Training dabei. Alle Spieler reißen sich um diese Maschine. Man muss echt kämpfen. Aber ja, also ich meine, du kriegst halt super viele Würfe los. Das ist ein super Trainingseffekt. Und dann hoffen wir uns natürlich auch, dass es im Spiel dann auch besser klappt und dass wir hochprozentiger Würfe treffen. Ist natürlich immer schwierig, weil es unter anderen Umständen im Spiel stattfindet. Aber also ich habe jetzt schon gemerkt, ich arbeite jetzt, glaube ich, seit fast 2 Wochen mit der Maschine, dass ich wirklich auch im Training schon höhere hier Prozente habe und vor allem auch mit viel mehr Selbstbewusstsein Würfe nehme. Weil wenn du weißt, hey, ich treffe mehr Würfe, dann nimmst du natürlich auch viel mehr Würfe und das ist super. Ich benutze es momentan fast täglich. Ich kriege super viele, ich glaube, ich habe gar nicht gezählt, aber wirklich viel mehr Würfe als normal rein. Dadurch, dass es halt alle Rebounds auffängt, muss ich nicht mehr den Ball hinterher rennen. Ich kann einfach von Position zu Position laufen, mir werden die Bälle zugespielt. Zählt meine Treffer, zählt die Anzahl, die ich werfe, die Anzahl, die ich treffe, zählt ungefähr alles. Ist super modernes Teil und es macht mega Spaß. Also macht das Wurftraining, wenn man so eine Stunde in die Halle geht und nur wirft, ist dann manchmal ein bisschen öde. Und mit dem Teil ist es aber halt super interessant und echt auch eine coole Sache. Ja, dadurch, dass ich hier eine Background-Geschichte habe mit 2 Kreuzbandrissen an beiden Knien, kenne ich mich ein bisschen aus, was Rehabilitation angeht, was Physiotherapie angeht. Ich habe gut 2 Jahre meines Lebens damit verbracht in Reha-Einrichtungen und so weiter. Deswegen weiß ich, worauf es ankommt, würde ich mal sagen. Ja, und was ihr erwarten könnt, sind einfach ein paar Hilfestellungen, ein paar Übungen, immer Fragen beantworten. Also das ist auf gar kein Problem. Also wir sind als erstes mal natürlich sehr stolz, dass eine Nationalspielerin hervorgegangen ist, quasi aus der DJK Landsberg Akademie. Und deshalb wollen wir natürlich die Leonie weiterhin unterstützen, unter anderem mit der Wurfmaschine. Und wir wollen sie gerne auch weiterhin begleiten. Sie geht nach Amerika in die NBA und das macht uns sehr, sehr stolz. Mhm.